Hallo und herzlich willkommen in der mystischen Welt. Heute sprechen wir in der Themenreihe Europäische Prophezeiungen über Marie Anne Lenormand. Einigen könnte der Name bekannt sein, weil sie war namensgebend für die sogenannten Lenormand-Körten. Marie Anne Adelaide Lenormand wurde geboren am 27. Mai 1772 in Alençon in der Bassin Normandie. Sie starb am 25. Juni 1843 in Paris. Lenormand war eine französische Wahrsagerin und Kartenlegerin. Sie wurde in eine Kaufmannsfamilie geboren und wurde in einer Klosterschule in ihrer Heimatstadt von Benediktinerinnen erzogen. Ihre Lieblingsfächer waren Sprachen, Musik, Malerei und Literatur. Nebenbei beschäftigte sie sich allerdings sehr zum Missfallen der Klosterschwestern mit Wahrsagen und Hellseherei. Als Marie Anne Lenormand im Jahr 1781 die Absetzung der Äbtissin voraussagte und diese Voraussage sogar eintraf, wurde sie von der Schule verwiesen. 1790 ließ sich Lenormand in Paris nieder und konnte sich bereits 3 Jahre später im Jahre 1793 zusammen mit einer Wahrsagerin namens Madame Gilbert mit einem Büro für Wahrsagerei selbstständig machen. Eine Verhaftung durch den Wohlfahrtsausschuss schadete ihr nicht, sondern machte sie nur noch bekannter. Ab dem Jahre 1797 wohnte sie in der Rue du Tournon und betrieb dort professionell Wahrsagerei und hatte Kunden aus allen Gesellschaftsschichten. In den Jahren 1803 und 1809 wurde Marie Anne Lenormand wegen Hochverrats angeklagt und landete sogar im Gefängnis. Jedoch schienen die Anklagen nicht sehr ernsthaft gewesen zu sein, da sie beide Mal nur kurz inhaftiert gewesen war. Mit den Jahren wurde Lenormand immer berühmter. Die französische Kaiserin und selbst der Kaiser von Russland, Alexander I., den sie auf dem Aachener Kongress 1818 besuchte, zogen sie zu Rate. Nach dem Tod des Thronerben am 14. Februar 1820 und der damit verbundenen Änderung der Politik Ludwigs des 17. emigrierte sie wie viele andere politische Gegner nach Brüssel. Aber auch in Brüssel wurde sie verhaftet, diesmal nicht wegen Hochverrats, sondern wegen Spionage. Sie legte mehrfach Berufung ein, jedoch wurde diese immer wieder abgelehnt. Durch die Hilfe ihrer Anhänger, welche öffentlich Druck ausübten, kam es zu einer neuen Verhandlung. Diesmal lautete das Urteil Hexerei. Trotzdem wurde Lenormand aus der Haft entlassen. Im Jahre 1830, nach der Julirevolution, zog sich Marie Anne in ihr Privatleben zurück und legte nur noch für Freunde und Verwandte die Karten und genoss ihren Reichtum. Kommen wir nun zu ihren Prophezeiungen. In meinen prophetischen Weissagungen sage ich von Paris, wehe dir, Stadt der Philosophen. Ach, ach, unglückliche Stadt, denn eines Tages wird die Pflugschar über deine Ruinen gehen. Und der Vater wird zu seinem Sohne sagen, hier stand einst Paris. Diese unglückliche Voraussage sollte beim zweiten Einzug der Fremden nicht in Erfüllung gehen, obwohl es allen Anschein hatte. Bewahre uns Gott vor dem dritten Einzug. Denn ich sage es euch allen, die ihr lächelt und mich bereits durchdringen wolltet, wenn wir uns nicht aufrichtig an die erhabene Familie anschließen, welche uns regiert, wenn wir uns nicht gegenseitig unsere Beleidigungen vergeben, wenn wir nicht alles bisher begangene Unrecht vergessen. Ach, dann wird Frankreich, das alte Frankreich, bald aus der Reihe der Nationen verschwinden. Am 1. Januar hatte ich ein Gesicht. Ich rief den Engel Israel, eine höhere Macht, für das Glück meines Vaterlandes und die ungetrübte Ruhe unseres erhabenen Herrschers und der Enkel des großen Heinrichs an. Da hörte ich eine außerordentliche Stimme, welche sprach, noch manche Stürme,
Winde werden selbst ein heftiges Ungewitter von 1817 bis 1818 ankündigen. Aber Sialul, der Geist des Glücks und des Friedens, verkündet von 1819 bis 1823 etwas Außerordentliches und Wunderbares, das sich in Europa zutragen soll. Alsdann wird Frankreich seinen alten Glanz wiederbekommen. Dieser wird aber nur von 1823 bis 1828 dauern. Jedoch werden die Lilien von Neuem blühen und ein junger Fürst wird eines Tages den verschiedenen Nationen sehr teuer sein. Die Völker werden sich über seine Geburt freuen. Er wird das Unterpfand des allgemeinen Friedens und der Versöhnung sein. Er stürzt sich mit der einen Hand auf einen Anker und hielt in der anderen ein Zepter der Welt. Er sagte zu mir, indem er ihn zerbrach, es wird ein Tag kommen, und dieser Tag ist vielleicht nicht ferne, wo dieser berühmte Zepter allen Nationen gemeinsam sein wird. Die höheren Geister verschaffen ihnen diese Wohltat. Alle im Norden vereinigten Herrscher werden später zu diesem großen Akt der Gerechtigkeit mitwirken. Ehe aber dieses geschieht, wird eine gewisse Anzahl von Jahren vergehen und der Tempel des Janus wird wieder eröffnet werden, denn die Revolutionen sind wie Ströme. Wenn dies im neuen Weltteil geschieht, wird Europa eine gewisse Zeit lang ruhig sein. Frankreich insbesondere wird einen ungetrübten Frieden genießen und die Lilien werden ungeachtet mancher Stürme, die sich im Osten nach Westen erheben, von Jahr zu Jahr blühender. Während der Engel Israel zu mir redete, schlief ich immer. Ich sammelte, ich hörte im Schlaf die Vorschriften des göttlichen Boten. Er fügte hinzu, der politische Horizont verdunkelt sich von Neuem, die Wolken häufen sich und alles verkündet einen Sturm. Derjenige Teil, welcher triumphieren will, fürchtet vielleicht mehr seinen schnellen Ausbruch, als er ihn wünscht. Aber er sagt immerfort, dass die Dinge so weit gekommen sind, dass der Blitz die Wolke zerreißen muss. Auf eure strafbaren Häupter wird er fallen, o ihr Schmiede der ewigen Revolution. Ich sage es euch, in kurzer Zeit werdet ihr vernichtet, wenn ihr in euren treulosen Absichten verharrt. So wird das Jahr 1815 beginnen. Ich richtete meinen Lauf nach Nanterre. Ich brachte der erhabenen Beschützerin der Hauptstadt eine fromme Huldigung dar. Ich trat von der 16. bis 17. Stunde des Tages in Paris ein. Ich tröstete und beruhigte wieder einige meiner Schüler, indem ich ihnen offenbarte, dass dieses zweite, aber letzte Mal die Stadt der Philosophen durch eine allmächtige und göttliche Hand noch vor dem Untergang bewahrt werde. Gleichwohl fühlte sich eine meiner Freundinnen, welche eine Somnambule war, eine Somnambule ist eine Schlafwandlerin, immer mehr bedrückt und überließ sich einer düsteren und schmerzlichen Unruhe. Sie warf sich mit dem Gesicht zur Erde und blieb lange Zeit dem Schmerze und grausamen Vorgefühlen preisgegeben. Endlich stand sie auf und sprach mit einem Ton, der die Ungläubigsten entsetzen konnte. O neues Karthago, habe ich das Bild vor Augen, welches du den künftigen Jahrhunderten darbietest, und das Los, das deiner wartet? Tyrus würde die Beute eines gierigen und barbarischen Siegers, den seine Reichtümer als Feind herbeilockten und sein Widerstand reizte. Du wirst die Beute eines listigen Siegers, den deine Schüchternheit ermutigt und deine Unbekümmertheit umso schädlicher macht. Tyrus traf alle Anstalten, um seinem Untergang zu entgehen. Du aber versäumst alles, um den deinigen zu beschleunigen. Tyrus fiel unter der Übermacht. Du fällst unter der Treulosigkeit. Schon nahten die Verbündeten. Neue Wunder der Tapferkeit hätten nur dazu gedient, um auch den Rest des Heeres noch zu schlachten und unserer Hauptstadt dem Einfall des Feindes preiszugeben. Paris befand sich
Ach, in der Nähe der furchtbarsten Katastrophe. Wenig fehlte. So hätten unsere Enkel über den Ruinen des neuen Babylons geweint. Die Vorhersehung wacht über uns. Franzosen, lasset uns der höchsten Gewalt unterworfen bleiben. Ach, wenn wir uns zu neuen Irrtümern fortreißen lassen, wenn die Wut der Anarchie noch einmal unter uns rast, so schaudere ich bei dem Gedanken an die Geißel, welche unser unglückliches Vaterland zerschmettern. Besonders Paris würde das fürchterliche Los treffen, denn es steht geschrieben, die Flamme des Himmels wird die Wut der Feinde unterstützen. Krieger, Weiber, Kinder, Greise, alles ohne Unterschied, wird der Schneide des Schwertes überliefert. Der Pariser wird selbst mit der Wut und der Verzweiflung im Herzen und erfüllt von der Leere, welche der Moskowite uns gab, der Moskowite ist der Russe, mit wütender Hand die Anstrengungen unterstützen, womit die Barbaren die Königin der Städte vernichten wollen. Brennende Fackeln werden auf die Dächer der Häuser geworfen. Ganz Paris wird nur mehr eine ungeheure Brandstätte sein. Die Brücken werden auf ihren zerstörten Bögen einstürzen. Selbst der Palast unserer Könige wird die Erde mit Ruinen bedecken. Der Tempel der erhabenen Beschützerin, der Hauptstadt, wird in Staub zerfallen. Vorstädte werden von den Flammen verzehrt einstürzen. Und unter ihren noch rauchenden Ruinen alle ihre Bewohner begraben. Das Geschrei der unglücklichen Sterbenden in der Todesangst wird aus dem Schutte hervordringen und diejenigen entsetzen, welche diesem furchtbaren Brande entgangen sind und nach demselben lose seufzen. Endlich wird Paris all seiner Größe, Pracht und Herrlichkeit beraubt, zum zweiten Male in die engen Grenzen der Zeiten der Barbarei zurücktreten. So, meine Freunde, das waren die Prophezeiungen von Marianne Lenormand. Seht ihr da auch gewisse Parallelen zu Alois Oehlmeyers Vision? Wenn wir aktuell den Blick Richtung Frankreich richten, sehen wir da, dass es wirklich anfängt zu brennen? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da und drückt auf den Daumen.